Satellitenaufnahmen, die vor den israelischen Luftangriffen und erst kürzlich gemacht wurden, zeigen das Ausmaß der Zerstörung im Gazastreifen. Seit dem Überfall durch die Hamas am 7. Oktober beschießt Israel Ziele in dem Gebiet. Tausende Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Hamas has turned hospitals into command and control centers and hideouts for Hamas terrorists and commanders. Additionally, I can confirm that according to the intelligence we have in our hands, there is fuel in hospitals in Gaza. I repeat, there is fuel in hospitals in Gaza, and Hamas is using it for its terror infrastructures. Die Hamas weist diese Vorwürfe zurück und warnt, dass Zehntausende in und um Krankenhäusern Schutz suchen. Nach wie vor werden auch Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Mehrere schlugen an diesem Freitag in Tel Aviv ein. Mindestens 4 Menschen wurden verletzt, als ein Gebäude Schaden nahm.